Dicke Regentropfen gibt es zur Einstimmung auf den 8. Businesslauf der Salzburger Nachrichten. Wegen des fast schon traditionell schlechten Wetters bleiben bei den 3100 Teilnehmern die Regenschirme bis knapp vor Beginn des Laufes aufgespannt. Die besten Tipps zur Einstimmung auf das kühle Wetter gibt kurz vor dem Start Olympiasieger Bernhard Grober. Gut aufwärmen, das ist eigentlich das Um und Auf. Gute Bekleidung, dass man schon beim Aufwärmen, dass man vielleicht eher zu warm als wie zu kalt angezogen ist, dass man schon richtig glüht innerlich, also dass man richtig aufgewärmt ist, dass man richtig schwitzt. 3, 2, 1. Perfekt aufgewärmt macht sich die erste Gruppe der Läufer an den Start. Die 6 Kilometer lange Strecke bietet ambitionierten Läufern die Möglichkeit, sich richtig zu verausgaben. Die vielen Hobbysportler am Start wählen alle ihr eigenes Tempo. Am schnellsten ist wie im Vorjahr Triathlet Lukas Hollaus. Er nutzt den Businesslauf gerne als Trainingseinheit für den Saisonabschluss. Also ich nehme das ganz gerne ins Training mit, weil super Gelegenheit und macht da riesen Spaß. Und ja, das Rennen ist super gelaufen. Gefällt mir, dass es halt, sag ich mal, so gut und so easy ausgegangen ist. Und ja, es ist ein gutes Omen, letztes Jahr gewonnen hier und dann eigentlich noch gute Rennen am Ende der Saison gehabt. Ja, und ich hoffe, dass das heuer wieder so sein wird. Egal, wie man es über die Ziellinie schafft, jeder wird mit einer Medaille der geschützten Werkstätten belohnt. Von den vielen prominenten Startern ist wie so oft Christian Stöckel der Schnellste. Es ist ganz notwendig, dass man, besonders wenn man im Beruf sehr eingespannt ist, der Tag lange dauert, dann muss man einfach danach trachten, dass man zumindest dreimal in der Woche ein bisschen zum Sport kommt. So eine halbe Stunde gehe ich immer laufen. Entweder Mittagspause oder ganz in der Früh, das geht sich immer aus. Der Christian Stöckl ist wirklich ein sehr passionierter Läufer. Also ich habe tagtäglich mein Radl, also ich fahre immer mit dem Rad sozusagen ins Büro und das ist meine Bewegung. Und sonst bin ich, wenn es geht, am Berg unterwegs, Skifahren. Aber mit dem Laufen, muss ich ehrlich gestehen, bin ich derzeit eher voll. Ja, also ich war nicht recht sparsam mit der Zeit. Ich habe alles gegeben, was ich können. Und ja, es ist 6 Kilometer, sind einfach hart. Ich laufe lieber längere Strecke, weil es gemütlicher ist. Also den letzten Lufthauch habe ich nicht vergeben. Ich habe mir Reserven behalten. Ich habe mir noch zum Schluss ist eine zweite Runde zum Laufen. Also auf Sicherheit. Wir können es dann nächstes Jahr brauchen vielleicht. Nächstes Jahr bestimmt. Wird es wieder schneller. Sehr gut ist mir gegangen. Ja, wunderbar. Man hat sich wieder mal angestrengt und ist ans Limit gegangen. Das tut gut. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut heute. Ich bin gut durchgekommen. Bin ein bisschen erschöpft, aber nicht ausgepowert. Ich glaube, ich habe die richtige Dosis erwischt und die Zeit ist mir nicht so wichtig. Jetzt freut man sich, dass man mit den Kollegen gemeinsam noch den Abend ausklingen lassen kann. Genau, jetzt gehen wir mal duschen und dann trinken wir mal ein Bierchen oder zwei und lassen einfach nur den Abend, wie du sagst, richtig ausklingen und gemütlich und war ein schöner Abend. Trotz sozusagen dieser Witterung hat alles perfekt gepasst.